Ist das cool, ey. Ohne Scheiß, ne, das bockt richtig hardcore. Es macht mir so unglaublich viel Spaß. Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Tropico 6. Oh yeah, das Engine eures Vertrauens ist wieder zurück. Knock, knock. Es wird Zeit, wir basteln hier noch ein paar Plantagen, Leute. Unsere Präsidentin Elikoka ist hier am Diesel. Ich konnte es mir nicht kneifen, ich musste sie einfach so nennen. Es tut mir leid. Solltest du das sehen, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe Angst um meine Eier. Nicht gut. Ah, guck mal an, man kann sogar mehrere Bauvorhaben beginnen. Das ist ja mal mega geil. Ich würde aber ganz gerne was anderes bauen. Ich hätte noch mal ganz gerne eine Maisplantage. Richten wir dann so aus. Semmeln hier eine Straße lang. Wir müssen ein bisschen mit unseren Monados haushalten, Freunde. Muss ich zugeben. So, wir haben noch $36,000. Unterstützung ist auch super. Arbeitsmodus, flüssiger Schwermut. All you can drink. Senkt die Arbeitsqualität um 20%. Die Effizienz steigt sich aber. Das heißt, die Leute saufen sich so richtig schön die Hucke voll. Ich hätte ganz gerne aber noch ein Baubüro, ganz ehrlich. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, warum. Die Leute sind langsam as fuck. Und das kriegt, wir machen einen schnellen Bau. Warum kann ich das nicht machen? Schnelles Bauen bereits im Gange. Okay. Ich drehe trotzdem deine Priorität ein bisschen hoch, ne? Wir brauchen Bauarbeiter, Freunde. Die uns unsere Stadt aufbauen. Aber das ist ja mal mega geil. Wo versteckt sich Ben? Ich laufe zu viel herum. Du läufst so viel herum. Na, guck mal an. Ah, es war auf Pause. Ist er eine Tote? Shit, das ist ja mal voll geil. Ich werde Geschichte schreiben. Mit der Hand, wenn nötig. Alles klar, Leute. Als Nikoka schreibt Geschichte mit der Hand. Wenn nötig. Auf dem Weg zur Taverne. Alles klar, die Frau will einen saufen. Kann ich nachvollziehen. Aber warum Haare? Hat man da nicht den Pferdeschwanz? Und wir hatten als Haarfarbe doch... Ja, das ist rot. Ist so ein bisschen dunkel, ne? Verlassen. Yep. El Presidente auswählen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Arbeiter, so viel steht fest. Guck mal, wir können das sogar noch ein bisschen verschnellern, die ganze Nummer. Zack, zack, zack. Ungebildete Arbeitskräfte, davon haben wir so ein paar auf der Insel. Perfekt, Leute. Zack, zack. Die baut uns doch eine wunderschöne kleine Stadt. Die Theorie scheint zu funktionieren. Kleiner Tipp, Gouverneur. Man sollte den eigenen Schnaps nicht probieren. Sie verstehen, was ich meine? Prima.
So, wir haben noch 7 Jahre, 1 Monat Mandat. Ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Kohle brauchen. So unwichtig sie auch sein mögen, es ist meine Aufgabe, diese Inseln komplett auszubeuten. Erz, Bananen, riesige Affen und Dinosaurier. Alles, was einen monetären Wert hat. Also, sie müssen alles zusammenkratzen, was wir haben, falls sie sich das zutrauen. Expandieren, Gouverneur, expandieren. Gehen Sie auf alle Inseln und finden Sie Dinge, die sich verkaufen lassen. Hören Sie zu oder sind Ihre Ohren nur aufgemalt? Bauen Sie einen Transporthafen zu jedem der 3 anderen Inseln. Okay. Einen Transporthafen. Nicht auf Lager. Okay. Einen Transporthafen sollen wir also bauen. Das ist ein Transportbüro. Das ist eine ganz normale Hafenanlage, oder nicht? Ah, da ist er doch. Transporthafen. Also, wir könnten jetzt hierhin expandieren. Alter, ist die schweinegroße Insel. Würde ich ja fast sagen. So. So ergibt es mehr Sinn. Okay, Leute. Wir stellen natürlich nebenbei noch unseren Mais her. Ist das nice, Alter. Das macht richtig Bock, muss ich sagen. Das ist ja mal voll geil. Wir vernichten gerade zwar so ein bisschen unsere Umwelt, aber ist ja Wurst, ne? Wohngebäude, Unterhaltung, Luxusunterhaltung. Könnten wir sogar Theater, Medien und Bildung. Fernsehstation, Tourismus, Bungalow, Strandvilla, Dienstleistungen. Ah, könnte man eigentlich schon eine Kapelle bauen. Wachtürme. Oh, eine Piratenbucht. Ja, ich möchte Piratenbucht haben, Freunde. Wow. Ach so soll das gemacht werden. Alles klar, Digga. Viva la Revolution. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Viva la Revolution. Freunde, wir brauchen eine Piratenbucht. Knock, knock. Das ist so geil. Das macht voll Laune, Leute. Flugzeugträger, Spionageakademie. Alter, was man hier alles machen kann, Freunde. Das ist ja mal der Oberkracher. Geil! Ah, jetzt werden wir mal hier schön verbinden. Ist das nice. Muss ich schon sagen, das finde ich echt Premium. Handelsroute mit die Krone erfüllen. Eine. Handel. Baumstämme. So, wir haben eine Handelsroute. Felle haben wir nicht, Kaffee haben wir nicht. Lol. So, wir haben jetzt also Handelsrouten. Korrekt?
Müssten wir eigentlich haben. Ah, das ist ja mal komplett nice. Lol. Zucker. Da haben wir rum. Lager, Wareneingang, Zucker. Jetzt können wir auch ordentlich produzieren, Freunde. Aber wir sollten vielleicht auch eine zweite Plantage errichten, habe ich den Eindruck. Weil so ganz easy. Lol. Nein, 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 nein. Nochmal eine Plantage. Zucker. Die bauen wir hier hin. Errichten dort noch eine Straße. Und dann läuft das. Warum geht das nicht? Hallo, hallo, man. Wir müssen mal gucken, wie wir das hier am besten miteinander verbinden. Bau abreißen. Die Straße reißt sie mir ab. Fuck. Das ist jetzt aber bitter. Ja, schon ein bisschen enttäuschend. Das macht er nicht. Wow. Das heißt, wir müssen uns da mal was anderes einfallen lassen. Dann bauen wir halt so eine. Und so. Bam. Passt. Jetzt haben wir... Entschuldigung. Jetzt haben wir eine Zufahrt. Bauen tun wir vielleicht auch ein Transportbüro. Wir wollen ja schließlich, dass unsere Sachen möglichst schnell transportiert werden. So klappt's nicht, also machen wir es so. Ey, das ist so tiefenentspannt, Freunde. Schaffen wir dann noch ein zweites Transportbüro, Tunnelverbindung. Anlegestelle. Hohe Priorität setzen wir hier drauf. Alles klar. Dann brauchen wir aber hier irgendwie noch eine Straße, ne? Gar nicht so simpel. So. Geil! Keine Straßenverbindung. Ja, wissen wir. Wie habt ihr eigentlich das Teil da bauen können? Ah, das ist ja mal voll gut, ey. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut, Freunde. Matrosen. Fügt Effizienz, könnten wir noch steigern. Ist das geil. Kann man hier auch noch eine Verbesserung reinballern? Nope, aktuell nicht, aber wir müssen ein bisschen auf unsere... Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Annehmen. Wir brauchen eine Bibliothek, Freunde. Ja, wir müssen also dafür sorgen, dass unsere Leute cleverer werden. Unter schwarzer Flagge auf des toten Mann Liste. Es ist schon geil irgendwie, ne? Das muss man denen ja mal lassen.
Hauptsache, wir haben eine Piratenbucht, Alter. Wir haben unsere eigenen Freibeuter. Geben und nehmen. Wälder roden. Ja, das ist cool. Das ist cool. Also so ein bisschen auf den Umweltschutz achten die dann schon. Ich hätte noch ganz gerne irgendwo was Religiöses. Damit uns die Leute nicht irgendwie an die Karre kacken. Wir müssen sowieso mal irgendwo ein neues Wohnviertel oder so bauen. Genau da irgendwo. Das heißt, wir setzen hier nochmal eine Straße. Dip, dip, dip. Ist das cool, ey. Ohne Scheiß, ne, das bockt richtig hardcore. Es macht mir so unglaublich viel Spaß, hier eine Welt zu kreieren. Kann Brücke nicht beginnen, warum nicht? Ey, ist das geil, Alter. Es macht Laune, wirklich. Almanach. Wir brauchen was für Bildung. Und wir brauchen was zum Wohnen. Wir haben viel zu wenig Wohngebäude. Baracke für 6 Haushalte, 2 Haushalte. Luxusvilla. Da brauchen wir aber ein paar mehr. So, dann setzen wir hier nochmal Straßen hin. Das Problem ist einfach, wir fangen ja theoretisch bei 0 an. Ne, wir fangen ja komplett bei 0 an. Und wir brauchen noch mehr. Wir brauchen Unterhaltung. Könnten wir noch den Zirkus dann da hinsetzen? Ein Theater wäre ein bisschen sehr krass, oder? Tourismus. Kapelle. Ein kleiner Laden wäre schon gut. Jo, ich glaube, dann haben wir's. Dann hauen wir hier mal ein bisschen Speed rein. Wir wollen uns ja verbessern. Wir haben schon wieder kein Material. Wir brauchen noch eine weitere Plantage, Leute. Ja, traditionelle Predigt. Erst helfen, dann predigen. Ist das geil. Kleine Revolution. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Wir nehmen eine Blaupause. Geiler Scheiß. Ich finde das voll tiefenentspannt gerade. Hier diese kleine Welt aufzubauen. Wo ist Frau? Für nicht ein spezielles Auto haben? Ja, ach so, Sekundärkleidung war die Hose. Ja, moin. Unser Palast, das läuft doch auch. Gut. Gouverneur, Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen müssen. Was nochmal? Wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen müssen. Bist du bescheuert? Aber egal, machen wir. So, wir haben eine Taverne. Aber wir könnten gerne noch eine bauen. Wir brauchen Effizienzbeschreibung.
Ah, sieht gut aus. Bauen wir vielleicht noch mal was zur Unterhaltung, Freunde. Eine Taverne müssen wir ja errichten. So, Wohnhäuser haben wir auch da. Gut, Leute. Ich denke mal, damit kann man arbeiten, Freunde. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir... Wir nehmen noch eine Blaupause in Empfang. Gut, ihr Lieben. Damit sind wir am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Lasst dem Kanal doch ein kostenfreies Abo da, damit ihr künftig keine Inhalte mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Don't